Im November beginnt man mit der Verarbeitung der Flachsernte. Aus dem Jahresertrag müssen die Fasern zur häuslichen Versorgung mit Textilien gewonnen werden. Zunächst werden die Flachshalme auf einem eisernen Rost über der Röstgrube erhitzt. Das Feuer befindet sich gut 8 Meter entfernt von der Grube. Durch einen unterirdischen Kanal gelangt die heiße Luft zu den Flachshalmen, da sich die holzigen Stängel warm auf den Brechen am besten zerschlagen lassen. Der Flachs wird den Männern nun an den Brechladen angereicht. Beim Flachsbrechen kommt es darauf an, den Bast möglichst in ganzen Längen zu lösen. Dazu wird ein frisches, warmes Bündel quer über die spitzkantigen Leisten der Unterlade gelegt und mit dem Ladendeckel geschlagen. Die holzigen Grannen splittern so ab. Damit er nicht verknotet, wird der Schleißflachs zu Zöpfen gebunden. Beim Schwingen traktieren die Frauen den Flachs mit Schlägen, die mit einem scharfkantigen Brett ausgeführt werden. So werden die in den Strängen verbliebenen holzigen Grannen entfernt, bis sich die Flachszöpfe weich und haarig anfühlen. Der grobe Schwingabfall wird später zu Sackleinen verarbeitet. Wieder wird ein Zopf gebunden, was die Lockerheit des buschigen Flachses begünstigt. Nun muss gehechelt werden. Die Flachssträhnen werden von den Männern behutsam durch eiserne Zinken gezogen, um sie haarfein zu zerteilen und vollkommen gleichmäßig auszurichten. Dabei werden die Fasern geschmeidig. Für die Weiterverarbeitung zu feinen Garnen, für Tischtücher, Servietten, Bettlaken, Blusen oder Wäsche, ist er nun ideal. Diese Filmdokumentation aus dem Jahre 1978 stellt die Flachsverarbeitung im Hunsrück um 1900 nach.